eine Random Map. 40 Kilometer. Hallo. 10 Kilometer, ja gut. Den machen wir schnell weg. Wir machen den absichtlich mal 1-2. Dann ist der was schwerer. Als UEF. Leute, wie machen wir den denn dann fertig? UEF ist ein Allrounder-Ding, ne? Ich habe eigentlich eine gute Geschütze zur Verteidigung, das ist das, was ich jetzt am wenigsten brauche. Den Michael Jackson-Move haben die immer noch nicht rausgepatcht. Oh nein, jetzt dreht er sich doch um. Hätte ich in die Richtung gehen sollen. Mehr kann man sich am Anfang eh nicht leisten. So. Wie viel kostet so ein Geschütz? 540. Oh. So. Kommt der nächste Techniker. Ja, wir gehen straight mit dem Commander. Weil der kann ja erstmal hier mithelfen und dann gehen wir straight. Auch wieder 5. Ne, die stellen wir erstmal hier hin.
mal 5. Ja, das macht ja nichts. Welche Stufe 1 Team soll den Commander kriegen, ist die Frage, ne? Easy. So, der ist der erste, der mal eine Patrouillen-Unit kreiert, die permanent produziert werden muss. 1, 2, 3. So, schön. Oh, da geht die Energie zu Neige. Game ist zu leise, die Musik ist zu laut. So. Man darf nicht vergessen, dass die laut wird. War trotzdem. Aha. So, jetzt. Oh Mann, du kannst mich angreifen, ich erlaube es dir. Ey, manchmal, ne? Wir bauen jetzt noch ein paar Landing Stages, habe ich so das Gefühl. Dass wir die brauchen werden, erstmal. Die gehen auch relativ weit auf so einer kleinen Map. Warte mal, der da oben hat es nicht durchgeschafft. Das ist auch noch ein Mirror-Match, das ist halt auch super eklig. Egal. Hab ich gar nicht geguckt vorher. Das ist wieder das passiert, was sonst passiert, dass ich mit der Maus gegen das Mousepad gekommen bin. Das passiert nur bei Supreme Commander irgendwie, ne?
Okay. Schneller. Trotzdem nur plus 22, perfekt. Sechs schon wieder. Okay. Da oben wurde sogar einer gekillt. Ja. Schneller. Brauchen mehr Masse. Oh, der hat so viele erste Priority Fighter gebaut. Ist ja geisteskrank von dem. Rückzug. Locken wir die hier vorne hin. Hoffentlich. Oh, oh. Das reicht nicht da vorne. Langsam, nur weil wir einmal Masse verkackt haben, ne? Das ist immer so schlimm. Ein Tierzweiler haben wir wenigstens. Ist das nicht toll? Da gab es ein richtig geiles Upgrade. Nee. Da. Der dauert noch 1 Minute 36, kostet mit 12 Masse pro Sekunde und 100 Energie. Ist also machbar im Early Game, sag ich mal, auch wenn wir jetzt schon alle Stufe 2 sind, aber dann können wir den wenigstens harassen.
und level ab. Okay. Natürlich. Ja, die sind zu teuer halt. Die sind relativ günstig alle hier, ne? Ah. Der hat meine erste Priority Fighter mit dem Tier 2 Länder abgeknallt. Läuft bei dem. Die alle in so einer Row fahren, ist immer so richtig kacke, ne? Aber kann man jetzt erstmal nichts gegen machen. Ey, wobei, der geht einfach 3. Der zieht davon 3. Hier geht 2. Commander under attack. Immer wenn ich da hingucke, schießt der nicht mehr. Na, das ist halt auch so dumm. Das ist nicht gut.
Also es ist halt wichtig, dass wir Eco hier bei uns aufbauen, die wir dann auch beschützen halt. Gerade. Deswegen habe ich hier so viel da reingesteckt, aber auch gleichzeitig wollte ich nicht, dass die Produktion aufhört. Das sind die zwei wichtigsten Dinger jetzt gerade im Prinzip. Er kann den abschießen, aber er schießt nicht, weil er will unbedingt diese Air-Unit anschießen, ne? Da haben andere Commander einen kleinen Vorteil, by the way, wenn die so ein Laser oder sowas haben, ne? Dann sind die immer bevorteiligt. Jetzt wird es langsam knapp da vorne. Nein, nicht saugen. Die kommen da einfach gerade nicht durch. Da ist ein T3 Gunship. Muss zurückgehen. Lol, wird das doch ein längeres. Ja, ich habe halt lange nicht mehr gespielt, ne, muss man dazu sagen. Ich habe halt diese Massenfehler am Anfang gemacht. Das kann einen womöglich ein bisschen rausgehauen haben. Das ist immer noch ein Masseproblem, aber es liegt nur daran, dass wir hier gerade so pumpen. Ja. Lol, die haben das Groundgeschütz da angeschossen, oder? Ne, da wollte jemand anders so. Ich wollte schon sagen, null. Okay. Müssen den Commander safen. Toll, das Geschütz noch nicht fertig da unten. Super. Okay.
Machen wir mal so. T3-Bomber. Ah. Stark. Ist noch ein T3-Bomber. Eine Bombe überlegt, glaube ich, der Commander, oder? Ich weiß es nicht. Wir finden es heraus. Vielleicht geht ja noch ein Rank up. Maybe. Yay, Stufe 3. Okay. So, so. Das ist alles da. So, was ist das leichteste T3-Geschütz? Das hier, ne? Kostet 1600 Masse, können wir uns nicht leisten. Dann hier erstmal das bauen. Gut, der nächste baut dann Tier 3 Anti-Air. 3. Wir können uns die leider gerade nicht leisten, die Schilde. Wenn ich das auch wollen würde. Das geht leider nicht. Yes. Schneller. Also das Schild brauchen wir mindestens noch.
Problem ist halt, die sind ja mehr gescaled, ne? Das heißt, wir können jetzt nicht in 1 zu 1 Fight winnen, sondern wir müssen immer eine Unit mehr haben. Das ist halt so ein absichtlicher, schwierigerer Fakt. Macht dadurch ja mehr Spaß, aber auch gleichzeitig macht es uns jetzt einen Strich durch die Rechnung, wenn wir einfach so gewinnen wollten. Crazy, ey. Zack. Und hier 3. Energie. Schild. Energie. Da oben kommt wesentlich mehr, oder das Radar hier unten steht auch noch. Nice. Let's go. Problem ist, der outscaled uns natürlich jetzt immer weiter. Punktetechnisch kann man das jetzt ganz gut sehen. Der ist 2,5 mal so weit wie wir. Das heißt, der hat jetzt wahrscheinlich Support Commander. Und dann kann der halt schon Nukes bauen. Ne? Wenn er sowas mit einem Nuke oder einer experimentellen Unit jetzt auf den Plan stellt, dann haben wir ein Problem. Halt ein sehr großes sogar. Das einzige Gute, was wir halt haben, ist, dass unser Commander halt theoretisch denke ich genug ist, um erstmal ein paar Bomben auszuhalten. Ist ja können jetzt mit einer großen Schwadron oder sowas, aber macht er ja seltener erst später halt. Aber der geht gerade safe auf Tier 3. Das ist halt ein Problem für uns eigentlich. Ja, wir müssen hier dran weiter halt arbeiten. Müssen diese Produktion von Einheiten gerade unterbinden, damit wir möglichst schnell das da produzieren können. Das ist auch der letzte Tier 3er, den ich produzieren werde erstmal. Ja, die haben zum Beispiel keine Chance gegen die Tier 2 Anti-Air, die Flak, die wir gebaut haben. Wir müssen unbedingt unseren Radar auch upgraden, aber da haben wir keine Energie für. Es fehlt einer? Oh, nein. Okay, doch. Die da sind kaputt. Lass mal keinen Stunt, deswegen bauen wir die jetzt noch dazu. Commander. Na, ja, stimmt, Raketenabwehr, da war ja was. Nee, die 4 sind Quatsch. Boah, nochmal danke auf jeden Fall an den Zuschauer, der mir das gesagt hat. Ich wusste nicht, dass man so Sachen deleten kann. Das hat mir so unfassbar viel gerettet. In Baureihen und allem drum und dran. Wenn einem irgendwas nicht gefällt. Das ist so insane wichtig. Schilde brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die bauen da erstmal die Raketenabwehr. Schneller. Zum Glück countert UEF sich selber, was das angeht.
Okay. Sollten wir die weiter produzieren mit einem Schild-Unit drin wieder? Die Seiten nochmal ein bisschen verstärkt werden. Das ist halt richtig kacke, wenn das ein wichtiges Geschütz zum Beispiel gewesen wäre. Das hier verstehe ich nicht, wie das zustande kommt. Ach, vielleicht hat der eine zuerst angefangen, dann ist das kaputt gegangen, genauso. Naja. Ja, gut. Masse pro Sekunde dauert so lange, einen Energiegenerator zu bauen. Sie sind 10, ne? Klar, wir splitten das halt 1000 Mal gerade, aber trotzdem. Nein, Arti von da. Das war's. Diese Tier 3 Arti von da nimmt uns jetzt komplett hops. Barrage Artillerie. Von da kommen die Schüsse. Ja. Ei, das war's. Müssten wir jetzt reinpushen. Das versuchen wir jetzt. Ist aber zu spät eigentlich schon. Weil die kommt jetzt gleich dann nochmal durch und dann war's das. Oh Gott, sind da viele Units. Wie schon gesagt. Das hat Pech, ne? Zwei Barrage Artilleries. Ah. Barrage. Was ist denn da los? Wie kommt denn da alles? Nee, das war's. Das müssen wir jetzt aussitzen, ne? Ist ja langweilig. So, restarten die Runde, ist ja schlimm.
wie ich es verkackt habe. Trotz so vielen Wasserpunkten. Ich dachte, mit den ganzen Wasserextraktoren sollte es noch klappen irgendwie. Dem war aber nicht so. Ah, mein Commander ist dead. Aber wir müssten da rauspushen, also es versuchen, weil gegen eine Barrage-Artillerie zu schilden ist halt Quatsch. Bam. Nice. Zack. Restart Game. Wie lange haben wir gestreamt? 48 Minuten, ja, dann sollte es gehen. Dann haben wir keinen RAM-Slot. Also ab und zu muss man das Game halt neu starten, ne? Für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Okay. Na, das ist jetzt auch diesmal anders hier. Ach so. Ich mach nur 3 Energiegeneratoren, weil uns erstmal Masse sonst fehlen würde. Wenn es so bleibt, muss ich wirklich nochmal zum Arzt, um zu checken, was ich habe. Also irgendwie, keine Ahnung, bei mir wird es gerade nicht besser. Ich hartnäckig die Kacke, die ich hier habe. Mann. Müssen wir kurz warten. Eigentlich ist es so, wenn man mal jetzt guckt, ne? Wir hiermit produzieren 9 Masse und Energie oder 10. Eigentlich 10 kann man sagen. 10 Masse pro Sekunde, egal was wir produzieren, und 50 Energie. Und dann können wir durchgehend produzieren. Also so wie es jetzt ist, könnten wir mit dem Ding wohl durchgehend produzieren, ne? Hatte ich mir eben zum Beispiel gedacht. Und dann musst du halt dabei noch upgraden, logischerweise. Und dann kommen die nächsten 10 durch die Dinge hier oben und unten, ne? Dachte ich mir. Denken die. So. Ne, sag mal 3. Ich will die früher da haben, die dauern das länger zu bauen und so.
So. Und schon haben wir die Masse wieder. Brauch mehr Worker. Naja, das schicken wir den einfach hoch. Okay. Der muss wieder durchgerusht werden. Schön, dass die den Scout auch getroffen haben. Schneller. Trotzdem nur plus 3, obwohl wir das fertig haben jetzt, ne? Lustig. Obwohl wir nichts verändert haben. Da frage ich mich tatsächlich manchmal, wie haben wir das geschafft? Also, how is it possible? Okay. Das wird halt jetzt schon derjenige, der die Units hin produziert. Aber diesmal machen wir halt mit 5, 1, 1, 1. Jetzt haben wir 10 mehr, sehr gut. Nur 5 mehr, ne? Jetzt hätten wir das. Das. Guck mal, die bringen ja sonst gerade plus 2, da müssten die 3 mehr bringen und wir hatten eben plus 3, jetzt haben wir. Ah, okay, vielleicht doch. Kostet das mehr? 5? 5, naja, keine Ahnung. Juckt nicht, ne? Wieder nichts mehr gemacht eigentlich. Red. Was? Voll. Falsche weggesetzt. So sieht's auch schön aus, warum auch immer es schön aussehen muss.
gesaugt. Sehr gut, Commander. Trotzdem nicht im Plus, trotzdem minus 19, yo.